It's just admit you love me. The South has always been dirty, but now it's getting ugly. Don't get the wrong idea, my ego's getting bigger with every song I hear, cause y'all been bullshitting, spin that booty chatter. I hear for 2 days and came with something that truly matters. On goes the saga, a bubble's plight. She won't see tomorrow if I don't cut tonight. That's just my mood now, I hate it came to this. How else can I say it? I don't speak no other languages. I'm barely ripped now, so this the Jimmy talking. You hear that beat, don't you? That's just Timmy talking. Go ahead, throw them bowls, fuck it, break a bottle. Let's be honest, none of us will ever date a model. So let's just cut it loose, ignore the repercussions. If you scared, then just forget what we discussing. Gesagt, er kommt wieder, hierher, in die Arena nach Nürnberg. Er hat sein Versprechen gehalten. Sein Herz schlägt für das Nürnberger Publikum. Und er ist hier mit seinem Lied von den H-Blocks, Get in the Ring. Wir haben Sehnsucht, komm zu mir. Der Weltmeister Sven Ottke. Ladies and gentlemen, you are about to witness the most highly acclaimed event of the century. This is part two of history making. H-Blocks alongside Dr. Ringding, the king in the ring. This is a return match and we're out to kick some butt, right? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, stehen zu bleiben. Die Hymnen für den Ringrichter und die Kämpfer. Der Herausforderer aus den USA, Thomas Tate. Sechs
36 Jahre alt mit einem Gewicht von 75,7 Kilogramm und einer Größe von 1,80 Meter. Sein Debüt als Profi gab er 1989. Seither hat er 47 Kämpfe bestritten und war in 41 davon erfolgreich. 28 Kämpfe gewann er durch K.O. In der blauen Ecke, der Sven Ottke. Mit einem Kampfgewicht von 75,9 Kilogramm. Er ist 1,78 groß. Seit 1997 boxt er als Profi und ist seitdem in all seinen 26 Kämpfen ungeschlagen. Fünfmal gewann er durch K.O. Die Punktrichter dieses Kampfes sind Frank Cairo, USA, Luca Montella, Italien, Manfred Küchler, Deutschland. Am Ring sitzt der Delegierte der IBF, Benedetto Montella aus Italien. Den Kampf leiten wird der Ringrichter Randy Neumann aus USA. Und jetzt wird's ernst. Auch diesmal wieder dran denken. Geben ist seliger denn nehmen. Marcel, you gonna give me when to start? How long? Ready to go? Letzte Vorbereitungen für Sven Ottke. Sie wollen es alle haben, was er unter seinem Mantel verbarg. Und Randy Neumann, der Ringrichter, mit den letzten Ermahnungen an die Kämpfer. Shake hands, come out of the bell. Also, Sie wollen es alle haben, was er in unserem Trailer unter dem Mantel hatte und was Physiotherapeut Walter Knieps vorhin mit ausgestrecktem Arm stolz präsentierte, das Zeichen des Siegers beim Einmarsch der Gladiatoren. Den Weltmeistergürtel im Supermittelgewicht der IBF. Und dieser Mann will ihn wegnehmen. Und er hat gute Aussichten, das auch zu schaffen. Denn Thomas Tate ist ein brandgefährlicher Fighter. In allen vier bedeutenden Weltranglisten auf den Plätzen zwischen 1 und 5 und auch auf der unabhängigen Computerrangliste der IBO an Platz 5 hinter vier Weltmeistern geführt. Ein harter Puncher, der sich betrogen fühlte in der ersten Auseinandersetzung gegen das Phantom, wie Sven Ottke auch in den USA genannt wird. Und der hier, wie Wilfried Sauerland, der Manager von Ottke, gesagt hat, mit Schaum vor dem Mund in diese Auseinandersetzung. Beide in der Linksauslage, also in der Normalauslage, boxend. Die linke ist die Führhand, die rechte die Schlaghand. Vorsichtiges Abtasten in dieser ersten Runde. Mit der Führhand die Distanz ausloten, die nötige Sicherheit gewinnen, auch für das eigene Defensivverhalten. Das ist die Maxime von Ottke gegen Thomas Tate, der gesagt hat, ich kann meinen amerikanischen Stil hier vielleicht nicht so etablieren, wie ich das mir selber vorstelle. Ich werde mich umstellen, ich werde Sven überraschen. Warten wir ab, ob dem Amerikaner das auch gelingen kann. Die ersten typischen Aktionen à la Ottke, rein raus, das ist seine Devise, schnell in den Mann hinein.
aber in dieser Vorwärtsbewegung auch die Sicherheit des Rückzugs schon wieder drin haben, um nicht Gefahr zu laufen, vom Amerikaner überrascht zu werden. Wieder Anweisungen aus der Ecke, ruhig bleiben. Und auch die Zeit wird hineingerufen für Ottke. Zum Ende dieser ersten Runde nochmal ein paar Akzente setzen, um dann auf den Zetteln der Punktrichter vorn zu landen. Gewertet wird nach dem 10-Punkte-Muss-System. Der Sieger der Runde erhält 10 Punkte. Ich würde meinen, die erste geht an Ottke. Ärger. Zweimal warst du aktiv. Er hat ja nichts mit der überhaupt nicht. Aber so immer helle sein. So ist in Ordnung. Wie du gemacht hast, wie du gedrückt hast, dann ein Überraschungsangriff. Ja? Der hat noch nicht ganz so funktioniert, aber es war in Ordnung. Ja? Also. Gut? Du bist in Ordnung. Das war das, was Uli Wegner ansprach, diese Überraschungsangriffe, die der 34-Jährige, der am Montag 35 wird und raten Sie mal natürlich sich das schönste Geschenk heute Abend selber machen möchte, starten soll. Er soll über seine konditionellen Vorteile auch den Rhythmus dieses Kampfes bestimmen, sich zurücknehmen, wenn es angesagt ist, und das Tempo forcieren, wenn der Amerikaner vielleicht eine kleine Schwächephase hat. Das sind genau diese Aktionen, mit denen Ottke auf den Zetteln der Richter Punkte sammeln möchte. Und bei denen die Amerikaner immer wieder Schwierigkeiten hatten, denken wir beispielsweise an Butler, der hier auch als harter Puncher angekündigt wurde in Magdeburg, dann ganz klar gegen Ottke verlor, dessen Konzept immer auf 12 Runden ausgerichtet ist, auf die Marathonstrecke des Boxens. Da kann er seinen Stil am besten etablieren über diese lange Distanz. Erste aktivere Phase von Thomas Tate jetzt, der in der Tat nicht so wild mitpuncht wie beispielsweise bei seinem Kampf gegen Omar Shaker, der ihn zum USBA-Champion machte und zum Nummer 1 Herausforderer der IBF hier für Sven Ottke. Break, break, break. Stop punching, step back. Good job, good job. Da haben sie sich auf Deutsch gesagt 4 Runden lang so auf die Schüssel gehauen, dass beide Boxer schwer gezeichnet waren. Der Kampf wurde abgebrochen, obwohl Tate vorher zweimal zu Boden ging, war er dann der Gewinner, weil das Gesicht von Shaker so angeschwollen war, dass er nicht mehr weiter. Und er hat Schwierigkeiten mit Ottke, das haben wir gerade gesehen. Diese Tempoveränderungen, die sind es, die Ottke so schwer berechenbar machen, die ihm den Namen Phantom eingetragen haben. Ein Markenzeichen mittlerweile in der Boxszene der gesamten Welt, das darf man ohne Übertreibung behaupten. Nicht immer unbedingt nur ein Kosewort, denn in Amerika sieht man das anders, aber schauen Sie sich diesen Treffer an. Oh, Tate schwer erschüttert. Er wird weitermachen können. Blitzschnelle Kombination von Ottke, die wir gleich sicherlich noch mal in der Zeitlupe sehen werden.
und die ihm hier einen deutlichen Vorteil in dieser Runde einträgt. Klasse Aktion von Sven Ottke. Ehefrau Gabi. Das war Schlagwirkung zugleich und auch falsche Fußstellung bei Tate. Die linke schön direkt auf die Nase, die rechte noch hinterher. Variabel geschlagen, diese Führhand von Ottke. Und bodenmäßig sozusagen beeindruckt Thomas Tate. Sie unterschätzen ihn oft, die Amerikaner, weil sie seinen Stil nicht lieben. Aber sie müssen immer wieder Lehrgeld zahlen. Viele Landsleute von Thomas Tate und er bisher auch. Denn die zweite Runde geht mit 10-8 klar an Sven Ottke. Aber Tate ist einer, der sich wieder berappeln kann. Das hat er gegen Shaker oder Shika, wie die Amerikaner sagen, gezeigt. Wie gesagt, zweimal zu Boden gegangen, wieder hochgekommen und Shika dann so traktiert, dass dieser nicht mehr in der Lage war, weiter zu boxen. Der Ringrichter stoppte den Kampf. Das war im Oktober. Seitdem hat Tate nicht mehr geboxt, um diese Titelchance hier gegen Ottke nicht etwa aufs Spiel zu setzen. Sie lieben ihn auch hier in Nürnberg, nicht nur in Magdeburg, das er ja als sein Wohnzimmer bezeichnet hat, wo er sechsmal geboxt hat. Hier vor einem Jahr der Sieg gegen Mbati, gegen den Franzosen in der 11. Runde TKO. Und bisher eine ausgezeichnete Vorstellung von Sven Ottke, der vor dem Kampf gesagt hat, wenn ich verliere, mache ich Schluss, aber ich denke überhaupt nicht an die Niederlage. Ich werde sicher gewinnen, und wenn es wieder über 12 Runden ist. Gefährlichste Waffe von Tate, sein rechter Cross über die Führhand von Ottke hinüber, den hat er bisher noch nicht zeigen können. Da war mal der Versuch, schön gesehen über die Vorhand, über die Führhand, aber ohne Probleme für Ottke, der rechtzeitig den Arm hochgerissen hat. Und immer wieder zu beobachten bei Ottke auch, dass er nach seinem Angriff dann, wenn er fürchtet, dass der Gegner kontern könnte, sich reinlegt in denselben. Nicht sehr beliebt bei dem einen oder anderen Boxfan, aber genau das richtige Mittel, um diesen Konter zu unterbinden. Das kostet Kraft, diese linken Führhände, die da ins Leere zischen. Das hört man richtig hier in der Halle. Klopfzeichen für die letzten 10 Sekunden dieses dritten Durchgangs. Ottke nicht so aktiv wie im zweiten, aber souverän aussehend auch in dieser dritten Runde. Moment, ich krieg das hin, kein Problem. Bisschen sauberer Arbeit. Du musst ihn aber laufen lassen, du musst ihn am Laufen. Er muss um dich herumgehen. Mach dir keine Sorgen, das ist eine Kleinigkeit. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, kein Problem. So, und jetzt hör mal zu. Halt mal die Pfoten hoch. Gib die Deckung nicht auf. Und halt die Hände zusammen. Und ich will Rechts-Links-Kombinationen sehen. Hände hoch, rest so schnell. Und wenn er reinkommt, dann mach einen Schritt zur Seite. Steig aus, lass dich nicht ein.
Erste Spuren im Gesicht von Thomas Tate. Bring up the water. Ein kleiner Cut, der geschlossen wird mit dem bekannten Mischungsverhältnis aus Adrenalin, Vaseline im Verhältnis von 1 zu 1000. Er soll die Hände hochnehmen, denn das weiß auch Willie Haynes, sein Trainer, der seit 7 Jahren mit Thomas zusammenarbeitet. Ottke ist schnell. Versucht, Ottke ein bisschen zu ziehen, ihn auf sich zukommen zu lassen, um diesen Cross dann vielleicht zu schlagen. Vorbereitet meist mit einer Links-Links-Kombination, um dann rechts herüber zu hauen über die Führhand. Aber bisher ist ihm das nicht gelungen. Ottke, der um diese Stärke seines Gegners weiß, um diesen Cross, verhält sich sehr geschickt bisher in diesem Gefecht. Publikum begeistert, steht hinter Ottke, möchte ihn vielleicht noch mal in Nürnberg erleben, wer weiß. Viel zu früh, um irgendwelche Prognosen abzugeben, aber nicht zu spät, um zu sagen, dass Ottke auch hier wieder den Amerikaner überrascht. Sehr schön zu sehen, wie er in der Vorwärtsbewegung praktisch den Rückwärtsgang schon wieder einlegt. Für ein normales Autogetriebe wäre das nichts, aber Sven Ottke als Boxer hat diese Übersetzung drauf. Und auch geschickt genug, um dann mit den Armen und den Ellbogen in der Vorwärtsbewegung ein bisschen zu arbeiten und sozusagen ein wenig Defensive in diese Offensivaktion dann wieder mit hineinzulegen. Geschlossen bleiben, zumachen, ruft ihm seine Ecke zu, um nicht jetzt gegen Ende der Runde noch etwas zu riskieren, die auch wieder an den Deutschen gehen müsste, der ein unglaubliches Timing dafür hat, wann es zu Punkten gilt, der die Schwächeperioden seines Gegners sehr schön ausnutzen kann. Ich denke mal, das wird auch Markus Beyer bei uns oben nicht anders sehen, vor allen Dingen nach Betrachtung dieser Szenen, dieser Überraschungsangriffe von Sven Ottke. Ja, genau so ist es. Ich muss sagen, Sven ist überraschend aggressiv und hat den Gegner erstaunlich gut im Griff schon nach 4 Runden. Und ich hoffe, er bleibt so konzentriert und boxt so weiter. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Los, nur Konzentration heißt es. So wie du das im Kopf hast. Zack mit der linken und mit der rechten auf die Deckung. Aber dann diese Kombination nochmal hinterhergeschlagen, wenn auch an der Schulter des abgeduckten Thomas Tate verpuffend. Diese Aktion von Ottke. Neuen Mundschutz übrigens, den Uli Wegner da gerade in der Hand hält. Musste hier in Nürnberg neu nachgemacht werden. Sie hatten den alten in Köln vergessen. Gab ein bisschen Aufregung, war erst 4 mm dick, musste runtergeschliffen werden auf 1,5. Jetzt passt er, Ottke sieht gut aus und die Zähne sind auch noch alle heil. Ich wundere mich ein bisschen über Thomas Tate, der bisher seine Aggressivität, die er angekündigt hat, doch nicht so rüberbringen kann bis zu dieser 5. Runde. Hat im Vorgespräch gesagt, ich denke nur an Gewinnen, W-I-N, Win, Man. So waren wörtlich seine Ankündigungen. Er sei wie ein bissiger
ein scharfer, ein gefährlicher Hund, der bis zu diesem Abend im Käfig gehalten worden sei. Und jetzt will er ihn rauslassen, das Tier. Immer wieder Ermahnungen von Uli Wegner. Lass die Hände oben, sage ich dir, du. Quasi lass die linken oben, Sven. Er weiß genau, wie er ihn ansprechen muss. Hat ihn ja auch schon als Amateur betreut. Ein Vater-Sohn-Verhältnis. Mit allen Spannungen, die es da auch mal geben kann. Aber auch mit blindem Verständnis zwischen den beiden, zwischen Coach und Boxer. Das war eine typische Aktion, gerade so leicht weggerutscht, in Gefahr geraten, sofort die Doppeldeckung hochgerissen und wieder zurück. Das ist Sven Ottke. Nochmal, noch ein Angriff. Ja, ein Angriff. Einen Angriff soll er noch etablieren. Sven, nicht die Hände immer so aufreißen. Sehr viele Ermahnungen. Sven, das war gut. In diesem Kampf von Uli Wegner, der verbal aktiver ist als sonst. Er weiß natürlich um die Gefahr von Thomas Tate. Die linke von Tate relativ monoton, die Führhand. Bisher nicht sehr variabel geschlagen. Da muss er jetzt zulegen. Aber zunächst mal muss er sich der Angriffe eines Sven Ottke erwehren, der dann, wenn er den Angriff abbricht, wieder in den Arm des Gegners fällt und so die Gegenaktion verhindert. Oh ja, das sieht gut aus bisher. Und ich denke mal, das könnten wir uns auch statistisch bestätigen lassen. Trefferquote ganz eindeutig zugunsten von Ottke. Dass Thomas Tate so viel mehr geschlagen haben soll, kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Das ist oft auch subjektive Ansichtssache. Aber dass Ottke in diesem Gefecht klar vorn liegt, ich glaube, darüber gibt es keinen Zweifel. Präsident des 1. FC Nürnberg, Gratulation, Sie sind in der Bundesliga geblieben, Michael Aroth, heute aufmerksamer Gast wie so viele andere Prominente, hier am Seil geführt. Thomas Tate muss mehr tun, er muss entscheidend mehr tun, denn er hat die ersten 5 Runden verloren, würde ich meinen. Und Ottke schickt sich an, auch in der Auftaktphase der 6. das Geschehen zu bestimmen. Schön, wenn weiter weg aufpassen. Tate hat bisher keine Chance, richtig an Ottke heranzukommen, im Gegenteil. Man muss immer wieder aufpassen, wenn der Deutsche überraschend das Tempo wechselt. Irgendwann hat sein Trainer Willy Haynes gesagt, muss das Phantom, das ist die Eigenschaft desselben, ja auch mal erscheinen und da sein. Aber Tate braucht ein bewegliches, ein festes vielmehr, ein festes Ziel. Und das bietet Ottke ihm nicht. Kurz ist er da, dann ist er wieder weg, das Phantom. Treffer bei Tate, der leicht einknickt nach diesem rechten Kopfhaken von Sven Ottke. Oh, nach diesem Körpertreffer, der auf die Deckung ging, sofort der Konter von Ottke. Und das Kommando, er soll weggehen, er soll abhauen. Es reicht schon für diese Runde. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber auch
auch jetzt sieht Ottke wieder besser aus als der 36-jährige Thomas Tate, der einmal WBU-Weltmeister war, aber auch schon 4 Weltmeisterschaftskämpfe verlor, unter anderem gegen Roy Jones. Kein Wirkungstreffer, sondern Schiebeaktion von Sven Ottke. Kampf wieder freigegeben. Entschuldigende Hände von Ottke. Ein faires Gefecht bisher, keine Schwierigkeiten für Randy Neumann. Jetzt zum 4. Mal Sven Ottke als Referee im Ring betreut. Und ist geneigt zu sagen, das ist ein gutes Omen, denn er hat noch keinen dieser Kämpfe verloren, aber hat eh noch keinen verloren. Insofern ist es fast egal, wer dort als Ringrichter steht. Geh weg, Sven, hau ab, du hast die Runde schon. Und nochmal, entgegen den Anweisungen seines Trainers, der meinte, du hast die Runde schon. 2-3 Hände von Ottke, die ihm auch die 10 Punkte als Sieger dieser 6. Runde wieder eintragen. Mach nicht die Hände runter, der haut nachher in Knatz in der Nacht. Ja, ja. Geh lieber einen Schritt raus, der geht, eben hat er schon den Schritt ausgemacht. Hast du verstanden? Ja. Nimm nicht die Hände aus, die hauen nachher nach, wenn sie merken, es geht zu Ende. Ruhig so weitermachen. Ja. Weiter die Sicherheit, wir brauchen nichts erfinden hier, sondern einfach und genau so konsequent weiterboxen. Klare Treffer von Sven Ottke und klare Anweisungen seines Trainers, der so unvergleichlich sprechen kann zu seinem Schützling. Hat mal den schönen Satz geprägt, man muss nicht nur die Primzahlen kennen, sondern auch aus Dynamos bzw. aus Konservendosen Dynamos machen können. Und so ähnlich von der Intention her ist auch seine Anweisung eben gemeint, wir brauchen hier nichts zu erfinden. Denn Sven Ottke hat den Kampf bisher klar im Griff. Ich weiß, dass es einige gibt in Boxdeutschland, die keine großen Anhänger von Sven Ottke sind. Aber eines müssen sie doch zumindest zugeben. Wie dieser Mann den Rhythmus bestimmt, das ist schon einzigartig, das ist weltmeisterlich. Wie er gleich zu Beginn einer solchen Runde 2-3 Aktionen setzt, um die eventuell aufkeimenden Hoffnungen von Tate gleich im Keime zu ersticken, das ist schon allererste Sache. Sven, pass auf, Kopf auf! Geh weg weiter, Sven, du hast doch schon jetzt. Pass auf, Sven. Ja, ja, Sven. Aufpassen, Sven. Weggehen. Weggehen soll Ottke, um bei seinen Angriffsaktionen dann auch nicht zu riskieren, dass Tate in der Nahdistanz dann nochmal nachsteckt. Aufpassen. Aber im Moment hat Tate auch nicht die richtige Distanz zu Ottke, um ihn gefährlich zu treffen. Es scheint immer noch so, als wolle er den Deutschen locken. Hat er noch mehr drauf, Tate? Das fragen wir uns. Kommt er vielleicht noch in den letzten Runden? Ja, 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 ja. Ein Leuchtner Mann, der macht doch einen. Relativ ausgeglichen diese 7. Runde bisher. Schöner Treffer von Ottke zum Kopf von Tate. Der weiß überhaupt nicht, wo diese Dinger herkommen. So schnell ist der Deutsche da. Auch wenn die letzte Schlagwirkung vielleicht fehlt. Aber punktemäßig ist er klar im Vorteil. Aufpassen, aufpassen. Souverän, wie immer, möchte man fast sagen.
in seinen bisher 14 und jetzt in seinem 15. Weltmeisterschaftskampf. Sven Ottke gegen Thomas Tate. Don't squeeze, don't squeeze. Nicht klemmen, nicht quetschen, halt. Locker lassen. Du sollst die Hände oben lassen. Die Hände oben, verstehst du? Mach die Deckung nicht auf. Das kommt dabei raus. Und dann sage ich dir, du sollst fighten. Du sollst ihn beschäftigen. Du wirst ihn knocken müssen. Das kann dir niemand abnehmen. Du musst ihn in Arbeit halten. Du musst ihn in Bewegung halten. Du musst nachsetzen. Ringfall zur achten Runde. Willie Haynes versucht, seine Schützling nochmal aufzubauen. Aber der Druck, den er fordert, den haben wir bisher nicht gesehen von Thomas Tate. Haynes seit 7 Jahren mit Thomas zusammen, hat auch dessen Bruder betreut, Frank Tate, der ebenfalls mal Weltmeister war, unter anderem in Berlin gegen Niroba den Titel gewann. Da boxte in der Undercard auch Thomas Tate. Sein großes Vorbild, unter anderem neben Muhammad Ali und den Spinks-Brüdern, denen Tate nacheifern möchte. Aber wie gesagt, es hat bisher nur zum WBU-Titel gereicht. Einmal, dann hat er ihn wieder verloren. Und in allen anderen Titelgefechten, weiteren 4 nämlich, war er unterlegen. Wenn Ottke so weitermacht, dann kann er diesen Kampf kaum verlieren. Es sei denn, er läuft in irgendetwas hinein, wird leichtsinnig, riskiert zu viel. Er hat die Routine, um so ein Gefecht auch von der Mentalität her bis zum Ende so durchzustehen, wie er boxt. Diesen Stil bis zum Schluss durchzuziehen. Aber das ist das Faszinierende am Boxen. Mit einem Schlag kann alles vorbei sein. Und deswegen muss er aufpassen, muss auf der Hut sein bis zum bitteren Ende, bis zur 12. Runde. Er soll weggehen, sagt Uli Wegner. Hat genug getan. Da kommt der Blitz schnell zurück. Wenn Tate einmal mit dem Gewicht seines Körpers versucht, seinen wenigen gezielteren Angriffsaktionen den entsprechenden gewichtmäßigen Nachdruck zu verleihen, dann ist Ottke mit dem schnellen Konter da. Sehr schön, sehr schön. Lass die Linke oben, wenn die Rechte aus. Ruhe, Sven, Ruhe. Ruhe, Sven. Den Moment abwarten, den Moment. So ist gut, ja, Ruhe. Er erwischt ihn einfach nicht. Gerade schön zu sehen, wie Tate versuchte mal nach vorne zu gehen. Vorbereitet mit der linken Führhand, zweimal dann die rechte als Kombination hinterhergestanden. Aber da ist er nicht mehr, der Ottke, wo er gerade noch stand. Das ist das Problem für alle Boxer, die bisher gegen Ottke in einer weltmeisterlichen Auseinandersetzung angetreten sind. Und auch Thomas Tate hat diese Schwierigkeit. Und sein Auge ist schon halb zu, das linke. Es ist die Frage, ob er diesen Kampf überhaupt bis zum Ende durchstehen kann. Genau deswegen jetzt Randy Newman bei ihm in der Ecke, um sich das anzugucken. Wenn du drauf bist, aber es haben auch nicht nötig. Immer wieder, du hast dann genug gehabt. Wenn ich sage, es reicht nicht, du brauchst nicht übermotiviert sein. Hast du verstanden? Ja. Ein sicherer Sieg ist uns mehr wert, als Risiko einzugehen. Ja, dann hör auf. Komm her, nochmal. Da sehen wir das geschlossene Auge, der Cut darunter. Auch oben das Lid schon ein bisschen geschwollen. Willie Haynes arbeitet daran. Und Ottke auch mit Treffern zum Kopf. Und wenn auch ein einziger nicht ausgereicht hat, um den Amerikaner richtig zu fällen,
So ist doch die Vielzahl von kurzen Nadelstichen, Bienenstichen, die das Gesicht des Amerikaners zur Schwellung gebracht haben. Und Ottke die klaren Vorteile auf den Punktzetteln verschafft hat. Ich habe bisher keine einzige Runde bei Tate gesehen. Ich weiß, dass viele Boxfans online mitscoren, mitwerten. Ich bin gespannt, kann man sich hinterher angucken, wie sie das gesehen haben. Und dazu noch der Niederschlag in der zweiten Runde. Also insgesamt auf meinem Zettel mittlerweile 9 Punkte Vorsprung für Sven Ottke. Tate kann hier nur noch gewinnen, wenn er den Deutschen vorentscheidend besiegt. Zwei, drei kurze Sidesteps von Sven Ottke. Er ist einfach kein festes Ziel für Tate. Ice-Tea steht auf seiner Hose und das ist nicht sein Lieblingsgetränk, meine Damen und Herren, sondern beschreibt seine Gemütsverfassung. Eiskalt möchte er sein, der eiskalte Thomas. Aber im Moment ist er der ungläubige Thomas, der, glaube ich, nicht verstehen kann, dass er diesen Deutschen einfach nicht stellen kann. Ruhe. Ochs, einfach boxen. Nee, nee, nee. Right, let him out, let him out clean. All right, let's go. One step back, each man. Good job. Ja, wir müssen sicher gehen. Schön, schön. Schön. Auch unter der Applaus nochmal für Sven Ottke, auch in dieser 9. Runde. Die der Deutsche nach den Ermahnungen in der Ringpause etwas ruhiger angehen lässt. Ja, natürlich weiß er um seine Vorteile und er weiß, dass er immer wieder so etwas starten kann, diese plötzlichen Tempowechsel, diese Überraschungsangriffe. Immer dann, wenn Tate meint, jetzt könne er vielleicht kommen, dann ist ruckzuck der Deutsche da. Es ist ein typischer Ottke-Fight. So wie er sich das selbst vorgestellt hat. Absolut Herr der Lage und seine Marschroute umsetzend, wie auf dem Papier vorgezeichnet. Oder wie Uli Wegner mal so schön sagt, man kann eine Diplomarbeit darüber schreiben. Ich glaube, das war ein Schubser. Ich glaube, da wird nicht angezählt, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann ist diese Runde ohnehin vorbei. Graue Theorie des dreifachen Weltmeisters im Halbschwergewicht. Roy Jones aus den USA, immer ja wieder als möglicher Gegner auch für den Tiger, für Darius Michalczewski genannt. Im Supermittel ist Sven Ottke zu Hause. Und super ist seine Vorstellung bisher hier in Nürnberg gegen Tate. Immer auf Sicherheit! Wenn nur auf Sicherheit jetzt! Wie das macht, das nur sichere Dinger noch machen. Ja, ja, pass auf. Nicht leichtsinnig sein. Sven, lass die Hände zusammen. Lass die Hände zusammen, Sven. Immer wieder die Ermahnungen, nicht leichtsinnig zu werden. Geh weg! Geh weg! Er hört das, auch dieses Geh-weg-Kommando. Blitzschnell, diese Maid-Bewegungen von Ottke. Und dann zwei, drei Hände zum Kopf von Tate, der seine Kraft ein wenig verpowert hat, verpulvert hat in diesen Angriffsaktionen, wo er die Deutschen nicht erwischt. Und das kostet, meine Damen und Herren, das kostet wirklich Kraft, wenn diese Hände ins Leere zischen. Ja, schön, schön ablocken. Sven, geh weiter raus. Du musst erst kommen, ja, geh weiter raus. Er muss erst Beine setzen. Nee, Sven, Finte machen und weggehen. Geh weg, Finte machen und weggehen. Weggehen soll er. Wegner gibt nur noch Rückzugsanweisungen jetzt. Die Ottke, ich sag mal, Gott sei Dank nicht immer alle befolgt, weil wir ja dann doch die eine oder andere Offensivaktion von ihm auch sehen wollen und er hat sie uns gezeigt.
Wenn Ice-T Thomas Tate nicht noch was ganz Großes auspackt in den letzten beiden Runden, und im Moment können wir uns das nicht vorstellen, aber passieren kann es im Boxen immer, dann kann er diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Ruhe! Sven, bleib doch ruhig, Sven! Bleib doch ruhig, Sven! Ist so in Ordnung so! Uli Wegner ist jede Aktion jetzt zu viel von Sven Ottke. Tu doch bloß so, als wenn du was machen willst, Sven. Ja. 30 Sekunden. Ja, so ist in Ordnung. Ruhe. Ruhe. So schön, so schön. Souverän von der Ringmitte aus. Dem Amerikaner keine Gelegenheit lassen, selbst initiativ zu werden. Beherrscht Ottke hier den Kampf, denn auch ohne besonders viele Aktionen in dieser 10. Runde. Er liegt so klar vorne, er hat es nicht mehr nötig. Und wenn man 34 ist, bald 35 wie gesagt, dann darf man sich so etwas in der Endphase eines Kampfes sicherlich auch erlauben. Er möchte noch zwei, drei Dinger machen, darüber freuen wir uns im Übrigen auch in der ARD. Zwei Runden noch für Sven Ottke, die ihn von der 14. Titelverteidigung trennen. Es wären dann insgesamt mit dem Sieg gegen Charles Brewer in Düsseldorf, wo er den Weltmeistergürtel gewann, 15 erfolgreiche WM-Kämpfe. Zwei Runden noch, die ihn von dieser Marke trennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Tate jetzt hier nochmal entscheidend kommen kann. Aber Ottke muss vorsichtig bleiben. Was ist der Sturm gleich los? Variabler soll er boxen, der Thomas Tate, mal einen Haken einstreuen. Mit dem Cross ist er überhaupt nicht zum Zuge gekommen. Weil Ottke diese Aktionen des Amerikaners von vornherein unterbunden hat, ihm gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, über diese Führhand darüber zu hauen. Und wie gesagt, die linke Führhand ist nicht stark genug von Thomas Tate. Er hat auch nicht die Distanz, um da richtig zu treffen. Feuert sie jetzt noch zwei, dreimal heraus. Immer wieder Ballon. Ottke in der Doppeldeckung. Und weg. Das sind die Aktionen, bei denen Uli Wegner jetzt in der Schlussphase des Kampfes bei der klaren Führung natürlich ein bisschen das Herz stehen bleibt, der Atem stockt. Denn wenn man da mal mit dem falschen Bein beispielsweise vorankommt, dann kann man schnell auch mal in einen Konter laufen, obwohl Tate natürlich kein Konterboxer ist. Kein klassischer. Hinterkopf. Keine Schwierigkeiten bisher für Randy Norman. Entschuldigende Geste der beiden. Tate, der geschwärmt hat von der Aufnahme hier in Nürnberg. Auch sein Trainer begeistert von der Gastfreundschaft der Deutschen. Aber gewinnen wollen sie natürlich trotzdem. Im Moment haben sie keine Chance. Hier rum. Wenn ich teilen will, jetzt bleib ganz sicher. Ganz sicher, Sven. Lass sie nicht verleihen. Lass sie nicht verleihen. Ganz sicher soll er bleiben, sagt der eine, sagt Uli Wegner. Lass sie nicht verleihen. What about the hook? Was ist los mit dem Haken? Schreit Willie Haynes von der anderen Ecke ran. Lass sie nicht verleihen. Lass sie nicht verleihen. Wo ist er, der bissige Hund? Kommt er nochmal? Er versucht's noch. Er hat Moral. Moral ohne Ende. Thomas Tate, das hat er auch gegen Chica bewiesen. 28 Mal hat er seine Gegner K.O. gehauen. Also aufpassen. Vorsicht ist auf jeden Fall angesagt. Und er gibt sein allerletztes, was er jetzt noch drin hat. Keep rocking it. Hold on it. Keep rocking it. Sieht sehr gut aus für Sven Ottke. Und ich denke mal, da sehen auch die Gäste hier in der Nürnberger Arena nicht anders. Wilfried Sauerland, der Manager, und daneben Ladies First, Entschuldigung, Gabi Ottke, seine Ehefrau. Die beiden Kinder vom Babysitter betreut, Tochter Rebecca und Sohn Marc Steffen. Der schicken nochmal. Mach das zu. Und wenn du drin bist, dann. Last round. Okay, okay, baby. Okay, thank you. Klemmst ab. Wenn du drin bist, klemmst ab. Das ist ein Jubiläum, ne? Hat was auf die Nase gekriegt, Sven Ottke, nicht zum ersten Mal im Laufe seiner vielen Kämpfe, 335 Kämpfe, ja auch als Amateur. War 11-mal deutscher Meister, Europameister 91 und 96, 4-mal Olympische Spiele. Und jetzt
27. Wahrscheinlich doch wohl erfolgreicher Profikampf, aber nochmal aufgepasst. Das wird nochmal Feuer geben in diesen letzten drei Minuten. Thomas Tate wird jetzt alles probieren. Deswegen zu Hause, meine Damen und Herren, Daumen drücken für Sven Ottke. Das wird der Stil sein, den wir jetzt erleben werden vom Weltmeister. Abdrücken, auch mal aufbocken sozusagen. Warnung vor dem rechten Haken von Thomas Tate, der mit der linken nur fittiert. Links, links und dann rechts schlagen möchte. Und dann ist er Armübersteiger sozusagen von Ottke. Den Angriffsfluss seines Gegners störend und weitere Aktionen unterbindet. Nach Punkten liegt er klar vorn. Ich habe keine einzige Runde bei Tate gesehen. Vielleicht war eine ausgeglichen. Wenn er diesen Durchgang übersteht, ist Ottke weiterhin Weltmeister der IBF. Gut, Sven, gut, Ruhe. Ruhe, Sven. Und dann sofort eingeklemmt wieder Sven Ottke. So boxt er. Man kann das mögen oder nicht, aber erfolgreich ist er damit auf jeden Fall. Noch anderthalb Minuten. Und er kann den Gürtel wieder unter den Mantel stecken. Außer Ruhe kommt jetzt nichts mehr von Uli Wegner aus der Ecke. Noch eine Minute ruft Hakko Seweke dazwischen, der ebenfalls dort in der Ecke steht, neben Danny Mancini, dem Cutman. Nein, Tate hat die Kraft nicht mehr. Nochmal Anfeuerung aus der Ecke des Amerikaners. Und immer dann, wenn Tate vielleicht meint, noch eine Aktion setzen zu können, dann kommt diese kurze Zwischeneinlage von Sven Ottke. Ruhe. 20 Sekunden noch. Das muss reichen für Ottke. Die letzten 10. Souveräne Vorstellung von Sven Ottke. Er wird Weltmeister bleiben. Gratulation. Das war ein Sven Ottke, wie wir ihn kennen. Typisch und erfolgreich. Und zu Recht reißt er die Arme hoch. Er wird uns allen noch erhalten bleiben. Er wird weitermachen. Da fällt auch uns ein Stein vom Herzen, meine Damen und Herren. Und Sie zu Hause dürfen sich auf weitere große Abende mit diesem Mann freuen. Und mit diesem Gespann. Uli Wegner und Sven Ottke. Und auch sie wird sicherlich wieder am Ring sein. Gabi, seine Ehefrau. Looking better and better. Yes. Yeah. Thomas Tate, er weiß, dass er verloren hat. Klar geschlagen vom Besseren, vom Schnelleren, vom technisch und taktisch Versierteren Sven Ottke. Anerkennende Schulterknöpfen auch von seinem Gegner und von Trainer Willie Haynes. Der Weltmeister. Wenn es vorbei ist, wird er sich die Nase operieren lassen. Wieder ein bisschen richten lassen. Aber momentan lohnt sich das noch nicht, denn er möchte noch mal ein paar Mal durch die Ringseile klettern. Und so lange wird dem Blitzlichtgewitter der Fotografin auch die platte Boxernase
wohl noch Bestand hat. Viele Probleme auch für den Ringrichter Randy Neumann. 1975 mal die Nummer 9 der Welt im Schwergewicht zu Zeiten eines Ken Norton, Muhammad Ali und Joe Frazier. Und der Präsident der IBF ist auch da, Benedetto Montella. Ich denke, diesmal wird alles klappen mit dem richtigen Urteil. Und dazu kommen wir jetzt. Das war ein Kampf und ich habe ein richtiges Urteil. Frank Kairo hat gewertet für Ottke 116 zu 111. Hat gewertet für Ottke 119 zu 108. Und Manfred Küchler hat gewertet für Ottke 118 zu 109. Damit ist er einstimmiger Punktsieger. Und es ist der alte und neue IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht, Sven Ottke. Konfetti-Regeln für den Weltmeister. Bravo, Gratulation. Eine deutliche Wertung, Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Diesmal keine Unstimmigkeit, denn auch der amerikanische Punktrichter hat Ottke vorn gesehen, wenn auch knapper als der Italiener und der Deutsche. Das ist normal. Das siegreiche Gespann, Wegner Ottke. Wir werden es noch ein paar Mal, hoffentlich ein paar Mal erleben. Auf jeden Fall das nächste Mal, vielleicht schon am 24. August in Leipzig, das zumindest ist geplant. Dann sind wir wieder live für Sie dabei. Anerkennung auch von Thomas Tate. Der weiß, dass er hier keine Chance hatte. Und der den guten Ruf von Ottke vielleicht doch jetzt auch wieder in die USA tragen wird, wie so viele seiner Landsleute, wie zum Beispiel James Butler, the Harlem Hammer, der auch dachte, er könne Ottke K.O. schlagen. Tate hatte nicht ansatzweise die Chance dazu in diesem Faustgefecht. Ottke, der klar bessere Mann. Ja, Sven Ottke ist bei uns. Gratulation zur 14. Titelverteidigung. Und ich denke, Sie wollen hier auch nochmal gratulieren. Sven Ottke, es war die 14. War es eine der schönsten, weil so souverän herausgeboxt. Ja, ich würde sagen, man hat gesehen, heute hat halt, wie schon im Vorfeld eigentlich bekannt gegeben, der Boxer gegen den Puncher geboxt. Und ich denke mal, man hat gesehen, wer da halt der Bessere war. Und denke, man muss sich immer hart schlagen können. Ich denke, ein bisschen Kopf dazu benutzen und ein bisschen Denken beim Boxen. Das kann auch ganz vorteilhaft sein. Sind Sie denn froh, dass das Kapitel Thomas Tate jetzt endlich beendet ist? Die Rechnung ist beglichen? Ja, ich denke mal, auch damals war ich halt klar der bessere Boxer, aber das Ende war halt scheiße. Und deshalb bin ich zufrieden, heute gezeigt zu haben, wo der Hammer hängt. Sven, Sie haben gesagt, wenn Sie verlieren, hören Sie auf. Jetzt haben Sie gewonnen, jetzt müssen Sie dummerweise weitermachen und wahrscheinlich auch wieder nach Nürnberg kommen. Was halten Sie davon? Ja, nicht dummerweise. Ich denke mal, wer sich in die Halle oben guckt und sieht, was hier los ist und die Stimmung,